Sonja und Conny heute am 12. September und sie beide trinken kein Käffchen, sondern Mineralwasser. Ihr habt schon gefrühstückt heute Morgen, oder? Ja, ja, selbstverständlich. Leckere, schöne Semmel. Körnersemmel und normales Semmel. Du hast einen uralten Knastbus, den werden wir gleich mal filmen, jetzt noch nicht. Der steht direkt hier nebendran. Das ist wirklich ein kleiner Knastbus, oder? Ja, von 1971. 1971. Ganz viele Gefangene sind damit transportiert worden. Hinten ist noch ein Fenster drin. Aber jetzt geht es um was ganz Besonderes. Dein Mann hat nämlich ein cooles Reisemobil geschaffen, was er auch vermietet ab und zu. Ja. Ja, jetzt im Moment. Und das ist riesig innen, gell? Ja, natürlich. Das ist brutal groß. Ja, man kann Party feiern. Der ist nämlich ziemlich alles, crazy. Man kann alles feiern. Da Party, Junggesellenabschied, das ist auch Party. Alles Mögliche kann man da machen. So, du bist vom Ursprung wahrscheinlich aus Italien? Wo Nein, aus Spanien. Aus Spanien? Ja. Okay, krass, weil du hast so einen süßen Akzent. Du hast so praktisch Schwäbisch-Spanisch so ein bisschen. Ja, oder? Ja, das stimmt. Ist das geil. Also, das heißt, du kannst gar nicht anders. Du nein, so, nein, das ist von Natur. Schwäbelst so ein bisschen Spanisch, ja, ne? Ja, genau. Ich mixe ein bisschen. Das ist klasse. Sag mal, ihr passt echt gut zusammen, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Wir sind schon 16 Jahre glücklich zusammen. Ja, so ist das. Ich bin auch aus Spanien. Ja. Du bist auch aus Spanien? Ja, ja. Man sieht es nicht an, aber ja, aus Spanien heißt, du sprichst aber perfekt Deutsch, oder? Ja, ich spreche genauso gut Spanisch wie Deutsch. Das ist so. Ja, Miet mich, Rent mi. Das ist ein MAN. Was ist das für eine? Das ist ein 362, SH 362 aus Baujahr 88. 88? Und, ja, der ist aus 88. Den haben wir aufgekauft vor 4 Jahren. Also unsere Firma, der läuft ja bei uns in der Firma. Und haben den dann komplett nochmal restauriert, lackiert, ja. Innen drin den Ausbau komplett nochmal renoviert. Und sind damit auch viel privat unterwegs, aber machen damit auch ja, so ein bisschen Eventfahrten und ja, Junggesellenabschied ab und zu und solche Geschichten. Ja, ziemlich cool. Das war mal ein Reisebus, oder? Es war mal ein 50-Sitzer. Ich habe sogar das Originalbild von dem Bus noch in meinem Handy, wie er damals ausgeliefert wurde. Das können wir gleich mal zeigen, denn der ist nämlich schön geworden. Da vorne ist das spanische Öl drauf. Ja, warum Deutschland? Hier ist doch immer kalt und es regnet. Spanien. Wir sind beide hier geboren. Achso, okay. Ja, ich habe das oft bei uns im Saarland, sind ja viele Italiener, die, ich sag mal, Wurzeln haben, dann irgendwo herkommen und die auch hier fest geblieben sind. Die sagen, sie sind in Italien, sind sie, ich sag mal, die Deutschen und in Deutschland sind sie die Italiener. Genau wie bei uns auch. Genau gleich, ja. Unsere Eltern kamen, waren eine von der ersten hier 1960, 61. Ja. Und da sind wir hier alle geboren und wenn wir nach Deutschland, nach Spanien gingen in Urlaub, auch als Kinder, na, die Deutsche kommen. Und hier sind wir die Spanier. Du sprichst ja auch Spanisch, das heißt, du und deine Frau zusammen, ihr sprecht Spanisch ab und zu oder Deutsch? Wir mixen. Wir reden mal im Satz 3 Worte Spanisch und 5 Deutsch und dann wieder Spanisch. Das ist so gang und gäbe, ohne es zu merken, ohne irgendwie das bewusst zu machen. Ja. Ja, du bist toller Spanien-Fan, ich zeig's mal gerade. Die Fahne, was ist das für eine Spanne? Für eine Fahne? Das ist die spanische Fahne mit dem Königswappen, ja. Es gibt dort auch viele Bundesländer, das weiß ich nämlich, weil natürlich Katalonien, die sind alle sehr stolz, wollen ihre eigene Identität noch behalten. Ja, die Katalanen und vor allem die Basken, ja, das ist so ja, fast ein Land für sich. So, ich zeig's mal gerade. Also ein wunderschöner Bus. Pflege, was ist da zu tun? Viel, viel. Dadurch, dass er alt ist, man sieht es auch, immer wieder kommt ein bisschen Rost durch. Da muss man immer mal wieder abschleifen und wieder lackieren und ja, auch in der Technik ist ein 12.000 Kubik Motor mit 360 PS und da muss man natürlich auch immer dranbleiben und ja, immer gucken, dass alles in Ordnung ist. Vor allem jetzt durch Corona stand er auch viel und Stehen ist nicht gut, oder? Nein, stehen ist sehr schlecht. Und warum ist stehen schlecht? Weil wenn er steht, natürlich diese Reibung fehlt von den einzelnen Komponenten und so und dann rostet es ein. Wer rastet, der rostet. Das ist auch mit diesen Oldtimern und so. Krass. Ja, wenn du mal kurz hinten mal aufmachst, geht der auf? Ja, klar, geht auf. Ich will mal kurz reingucken. 12 Liter Motor bedeutet unkaputtbar. Was hat der auf der Uhr? Also, er zeigt 600.000 an, aber es könnten auch 1.600.000 sein. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht ganz genau, nein. Aber M1 hat mir bestätigt, dass diese Motoren auch durchaus mal 3 Millionen machen. 3 Millionen? Ja, haben sie schon gehabt. Solche Motoren mit 3 Millionen Kilometer. So, Luftfilter ist mit drin. Der hat jetzt Euro 0, oder? Genau. Der gute alte Euro 0. H-Kennzeichen hat er ja? Ja, klar, natürlich. Ganz wichtig für Stuttgart und so. Ja, ja, genau. Ihr seid ja von hier. Ja, ja, richtig.
So, die, auch das werden die Grünen demnächst abschaffen. Nee, war Spaß. Ja, schauen wir mal. So, jetzt sieht man hier vorne Keilriemen mit allem drum und dran. Wie ist der jetzt gekühlt? Wie läuft das? Der ist wassergekühlt. Ist ein wassergekühlter Motor, ja. Zwangslüftung oder? Ja. Cool. Viskokupplung oder was ist ja? Ja, genau, Viskokupplung, Zwangslüftung. Und da sieht man auch hier den Motor richtig schön hier, die so groß wie ein Kleinwagen fast. Krass. Und natürlich durch die niedrige Drehzahl, wie du vorhin gesagt hast, fast unkaputtbar. Der dreht ja maximal 2.500 Umdrehungen. Das ist das schon viel, oder? Dann 2.500. Ja, da sind wir schon im oberen Bereich. Ich rede vom oberen Bereich, den fährt man ja immer unter 2.000 Umdrehungen. Der läuft auch gut, also der läuft locker 130. Wir fahren immer so schön 100, 105. Mhm. Eine gute Reisegeschwindigkeit, da kommt man gut vorwärts mit dem. Und Frankreich, darf man das fahren? Ja, klar. Und ja. Hier in Deutschland? Auch. Ja, klar. Der 100er Zulassung? Ja, der 100er Zulassung, ja, da darf man auch 100 fahren. Wir werden öfters geblitzt, da kommt dann auch immer wieder was, dann schickt man es zurück. Ja, ich werde auch geblitzt mit meinem, weil der so hoch ist. Ja, er wird in der Höhe, ja. Ja, genau. Ja, teilweise messen die Höhe oder den Radstand, je nachdem. Dann denken die, es ist ein LKW und dann bekommt man was, dann muss man denen, manchmal kommt nichts, manchmal muss man denen schreiben, bitte Zulassungsdaten beachten und dann lassen die es in der Regel fallen. Sehr schön. So, komm, mach mal zu. Ja. Hinten hast du eine Anhängerkupplung dran. Was ist da hinten noch ein großer Anhänger, hast du, gell? Ja, wir haben einen riesengroßen Anhänger. Den sieht man, wenn man auf unsere Seite geht, anzoro.de oder EU. Mhm. Dann sieht man auch die Anhänger. Wir haben zwei Anhänger, einen sehr großen. Mit dem können wir auch, ja, haben wir Vorrichtungen drin für Fahrräder in den Hängern. Zwei Fahrräder haben wir hier in der Werkstatt immer drin. Wenn wir unterwegs sind, ansonsten können wir Motorrad, Fahrrad, alles hinterherziehen, was man so braucht. Oder halt auch gerade für diese Auswanderung oder so, haben wir auch schon einmal gemacht, kann man diesen großen Anhänger gut beladen. Mit Auswanderung, was ist eine Auswanderung? Ja, wir haben zum Beispiel eine Familie, wo beruflich für 6 Jahre nach Barcelona sind, haben wir im Bus runtergebracht, beziehungsweise mit dem Anhänger. Und so, die suchen sich dann da eine Wohnung oder wie? Genau, in der Zeit? Die wandern dann aus, beruflich aus sonstigen Gründen. Dann können wir die transportieren, wenn sie wollen, im Bus und im Hänger die Möbel mitnehmen. Ich zeig mal was ganz Tolles. Das ist übrigens der Landstromeingang. Das ist nur alles harmlos. Du hast nur einen oder zwei? Eingang, Ausgang, Eingang? Ein. Ein, so. Aber du hast etwas ganz Tolles gemacht, wo normalerweise der Aufgang ist. Ja. Hast du eine Werkstatt reingemacht? Richtig, da ist eine Werkstatt drin. Hat unser Vorgänger schon eingebaut. Das waren Rennfahrer und die haben die gebraucht. Und wir nutzen die natürlich auch gern. Da unten. Genial, oder? Ja, das ist genial. Da kann 2 Meter Mann reinstehen. Genau, wenn du mal kurz mal reingehst, ja, genau. Von der Höhe her. Ja. Unten hast du richtige. 70, ich bin ja nur ein 70, aber du kannst gerne mit rein. Du passt da natürlich auch rein. Du bist Spanier, richtig. Ja. Ich vergaß. Vorsicht, Kopf einziehen. Die nächste Generation von dir, die ist schon 2,5 Meter. Ja, das ist der. Die ist richtig, ja, die ist richtig. Wir haben eine Werkbank, die kann man runterlassen, dann kann man ein bisschen arbeiten. Da hier Werkzeugschrank. Zeig mal Werkzeug, was drin ist. Ah, ich habe zugeschlagen. Hast du gesagt, ja. Ich kann schon ein bisschen holen, wenn du willst. Ja, genau. Ja, mach mal kurz. Ja. Mein Schlüssel. Ich zeig mal derweil die Ausstattung hier. Da vorne hat er die Haken dran. Da ist Luft. Ich meine, so ein Fahrzeug steht ja auf Luft. Hat immer Luftdruck dann dabei. Und er hat hier noch morgen mal kurz gestartet, um Luftdruck wahrscheinlich aufzubauen. Du hast ja morgen mal kurz gestartet, habe ich gemerkt. Ja. Wahrscheinlich um Luftdruck zu. Genau, genau. Da braucht ihr wegen den Türen ein bisschen Luft. Ja. Und ich habe zwar einen Kompressor daheim, aber den nehme ich nicht mit. Das ist natürlich immer schön am Campingplatz. Ihr steht ab und zu mal am Campingplatz damit? Wir stehen ja. Wir haben so ein paar Campingplätze in Rüdesheim zum Beispiel, ein sehr schöner direkt am Rhein, wo wir auch gut reinpassen mit dem Bus von der Größe her. Nächste Schublade? Da stehen wir öfters. Wenn du die mal nacheinander aufmachst, dann spielen wir mal ein bisschen Mäuschen hier drin. Okay, da ist so das Wichtigste, was man so braucht für so einen Bus, oder? Genau, genau. So Zangen und ein bisschen Ratschen und Schrauben, alles Mögliche. Mhm. Diese Geschichten sind sehr wichtig beim Bus, wenn ab und zu mal irgendwo was undicht ist und man kann es nicht gleich reparieren. Es gibt ja so ganz blöde Fehler bei so einem Bus, wenn zum Beispiel die Luft weg ist oder so ein, ich sag mal, irgendwas kaputt geht, da stehst du da und du kriegst sie nicht mehr weg, oder? Nee, aber da ruft man halt DKV an, wir haben DKV-Karten, ja. Wir sind ja über die Firma, er läuft ja auf die Firma, der Bus bei uns. Dann geht's. Und da genau, ruft man DKV an, die schicken Pannenhilfe und die helfen uns dann. Okay, die machen das dann wieder flott vor Ort. Genau, so ein bisschen Elektrik-Sachen, so Lämpchen und Sachen, wo wir ab und zu mal austauschen. Ein kleines Lämpchen. Und Begrenzungslichter und so. Es ist ein Haus auf Rädern. Jetzt muss man sagen, der Unterbau, das Gewicht hier von dem Fahrzeug jetzt im Moment, was wiegt der jetzt? Der wiegt momentan, also er hat Leergewicht 12.000 Kilo.
12 Tonnen leer. 12, genau, leer und gesamt 16. Momentan vermute ich mal grob, ich habe nicht gewogen, wird er um die 14 haben. Das ganz Besondere bei diesen Reisebussen ist ja, die haben ja, glaube ich, keinen Rahmen, sondern das ist so ein selbsttragendes Gestell, so genau. Eine Art Fachwerkhaus, oder? Genau, so sieht es aus. Und das ist dann auch immer wichtig, dass man diese Geschichten hier immer kontrolliert, dass da innen kein Rost ist. Genau. Das da haben wir eine Kamerabefahrung machen lassen auch und haben da mal gucken lassen. Da ist er auch relativ, auch wenn er außen ein bisschen rostet, aber da ist er gesund. Ganz wichtig ist, glaube ich, auch, dass man die nicht zumacht hier unten. Da gibt es so Leute, die restaurieren, die machen die zu, läuft das Wasser rein. Genau. Habe ich schon mal gehört und das war's. Genau, das machen wir nicht. Wir machen die nicht zu. Wir haben lediglich hier gerade unsere Bretter reingelegt und dass, wenn mal Wasser reinkommt, dass wir dann nicht oben drin Wasser haben, sondern unten drin und das trocknet dann wieder, beziehungsweise läuft ja dann raus. Wie ist dein Vorname? Antonio. Antonio, ja. Richtiger spanischer Name. Ja. Deta Economy, das sind Bleigel, was ist das? Ja, das ist Bleigel, genau. Bleigel. So, da hast du ordentlich Spannung drin. Aber Landstrom ist nicht schlecht, oder? Wenn du den hast. Ja, das ist natürlich besser. Wir haben hier drei Möglichkeiten. Ich habe noch einen 7000 Watt Generator. Sag mal, ja. 7000 Watt. Ja, das ist mal richtig, ey. Ein 7 kW? Ja. Nee. Ja, hier haben wir die Wasserzentrale, hier können wir unser Wasser auffüllen. Wir haben 600 Liter Wasser hinten unterm Bett. 600 Liter Wasser, ja, und die füllen wir hier drüber auf. Und da kann man zum Beispiel auch sich mal außen die Hände waschen. So, wenn man aufmacht, kommt der Wasser raus, wieder zurück aus den Tanks. Stimmt, ja, Druck. Und, und wenn man hier mal Probleme hat mit dem Strom, mit dem Außenstrom, dann machen wir den hier an. Da hatten wir schon, da ist er stehen geblieben, wir konnten nicht mehr starten. Mach mal an. Und dann haben wir den, der läuft gerade nicht. Also läuft gerade nicht. Ich musste die Zündkerzen wechseln. Kenn ich, abgesoffen. Ja, wir brauchen den ganz selten. Und wegen dem, das ist das Gleiche wie, den sollte ich normal jede Woche mal laufen lassen. Aber man kommt halt nicht dazu und dann springen die nicht. Oder leer laufen lassen, das mache ich immer. Ja, oder leer laufen lassen, ja, genau. Das ist immer der Möglichkeit. Ja, das habe ich aber alles schon hinter mir. Also ja. Schwimmer dann innen drin, der Sprit verharzt, also genau, weil das genau, irgendwie genau. Ist ja nur noch Schrott in den Tankstellen. Genau. Ich nehme an, du tankst da Super Plus, oder? Nein, Super. Ganz normal. Ganz normal. Also habe ich immer so ein Problem, wenn er dann so ein Jahr steht, dann kannst du eigentlich alles nochmal reinigen. Ja. Cooles Teil. Was ist das für einer? Aus China? Ja, das ist genau in China. Der war aber schon verbaut. Als wir den gekauft haben, war der verbaut. Lief aber auch nicht. Den habe ich dann damals total überholen lassen. Dann lief der wieder. Und lief jetzt auch eigentlich die ganze Zeit. Ich habe einmal gebraucht, weil er nicht mehr angesprungen ist. Und dann haben wir den laufen lassen. Eine Stunde und dann sprang der Bus auch wieder an, weil wir haben Ladegeräte verbaut, wo dann die Batterien wieder, wir haben drüben die Hauptbatterien. Booster. Ja, genau. Ladebooster. Und da drüben haben wir auch, wenn du sehen willst, und ja, so einen, sag mal, Inverter. Guten Morgen. Morgen. So eine Schlossführung, die zieht direkt Leute an, finde ich cool. Genau, darfst du gerne machen. Guten Morgen. Guten Morgen. So, und da hast du ganz viele Batterien drin. Genau. Was da ist da? Die Hauptbatterien und auch hier die Hauptstromquelle und ein 3000 Watt Inverter, wo wir dann nach oben 230. Der gute China-Booster, der funktioniert gut? Ja, der funktioniert gut. Den haben wir erst gewechselt, weil der alte kaputt gegangen ist. Und ich habe keinen anderen bekommen, weil die sind gerade alles schwer zu bekommen, diese ganzen Sachen. Und drüben haben wir nochmal einen Inverter, ein bisschen kleinerer, der versorgt dann... Kleine Sachen. Ja, genau. Und der versorgt große Sachen. Was ist hier links unten? Das sind die Luftbalken. Für? Von der Luftfederung. Von der Luftfederung. Ja, die Luftfederung, ja, genau. Ach so, das ist so umgelenkt, oder wie? Ja, das ist so, ja. Den kann man aber jetzt zum Beispiel, wenn ich innen drin auf den Knopf drücke, kannst du den Bus komplett runterlassen. Das haben wir früher gemacht, das war ein Reisebus, damit dann die Gäste... Die Leute einsteigen. Genau, genau, bequemer einsteigen können, ja. So, jetzt kommt aber noch viel besser. Da links, du hast wirklich den so genial umgebaut. Du hattest das offen, da konnte ich da mal reingucken. Da ist eine ganze Fußballmannschaft, kannst du hier versorgen. Das ist richtig, ja. Guck mal hier. Also wenn wir leer machen, dann können wir wirklich eine ganze Fußballmannschaft versorgen. Er hat nämlich Bierbänke drin, er hat... ja, so für die Damen, für die Herren Bier, für die Damen Sekt. Genau, wenn du mal kurz Wasser das mal rausnimmst. Natürlich brauchen wir auch. Wenn du das mal gerade rausnimmst, mir mal zeigst, du hast da was Besonderes. Apfelsinenlikör hast du. Ja, da muss ich jetzt meine Frau fragen, was sie da gekauft hat. Aber was sie gekauft hat? Was ist es? Spätburgunderschen. Ach, das ist ein Spätburgunderschen. Ja, und der da, der daneben, der Apfelsinenlikör? Du meinst den hier? Ja, der macht mich total an. Ja, es war noch zu früh, aber... Ja, den können wir nachher mal aufmachen, wenn du willst. Nee, auf keinen Fall. Ich darf heute nichts mehr trinken, ich muss noch fahren. Okay. Ach, du musst heute noch fahren? Du, ich bin so ein Typ, ich mach die Flasche leer. Ja, bleib dazu. Ja, cool. Das heißt, das habt ihr hier. Dann hast du hier oben noch... eine Ablage gemacht, denn das ist sehr praktisch. Da kannst du flache Sachen reinmachen. Genau, da kann man flache Sachen reinmachen. Sei, wenn man auf die Schnelle braucht, dann kann man die da oben greifen. Ja. So.
Ich muss immer noch an diesen Akzent von deiner Frau denken. Die hat wirklich einen total genialen Akzent. Ja, das Lustige bei der Sache ist, sie ist genauso aufgewachsen wie ich, hier geboren, aufgewachsen. Sie hat diesen Akzent irgendwie und ich nicht. Du nicht. Obwohl wir beide aus Spanien sind, hier geboren und hier aufgewachsen. Ist das cool. Hier willst du, glaube ich, auch reingucken. Ne? Ja, unbedingt. Siehst du, hier sind die Bierbänke, guck mal. Ja. Ein paar haben wir ja aufgebaut und ein paar haben wir hier, wenn wir gerade Leute ein bisschen fahren irgendwo, dann bauen wir immer ein bisschen auf und Bierbänke sind einfach immer besser, weil erstens sind die schnell aufgebaut, sind gut zum Verstauen. Und unkaputtbar. Und man hat Platz vor allem. Man kann auch mit ein bisschen Abstand zusammensitzen, ohne dass man sich heutzutage so arg auf die Pelle rückt. So ist das ja. Hier vorne, das ist Frostschutzmittel alles, oder? Ja, die Diesel. Die großen Kanister sind Diesel, falls mal, aber ich habe nur zwei befüllt. Und dann haben wir Frostschutzmittel für den Winter und im kleinen Kanister haben wir Benzin für den Generator. Gut. So, das, wenn du das mal gerade auflässt, dann zeige ich es mal gerade so von der Seite. Das sind so die Klappen, die da sind. Die sind aus Alu, die Klappen, oder? Nee, das sind aus Stahl. Ja, das sind Stahlklappen. Die waren also auch schön verrostet. Die haben wir komplett auseinandergebaut und alles nochmal entrosten und lackieren lassen. So, da ist Stockbetten? Ja. Ihr habt doch Kinder, oder? Nein. Nee, keine große, Kinder. Große Kinder. So. Erwachsene Kinder. Erwachsene Kinder habt ihr. MAN heißt, macht andere neidisch. Kennst du das? Ja, kannte ich nicht, aber ja, nehme ich an. Nehme ich. Der ist gut. Der ist gut, gell? Macht andere neidisch, ja, der ist gut. Ja, aber ziemlich viele, ich sag mal, wünschen sich ein MAN und das ist natürlich gebraucht, kann man sich ihn leisten, oder? Ja, klar, natürlich, logisch. Wenn einer gut zahlt, verkauft man vielleicht auch. Das war Spaß. Das okay. Braucht man natürlich nicht. Aber zeig dir mal das Bild, wo ich dir gesagt habe, wo ausgeliefert wurde. Warte, da mal kurz mal in den Schatten gehen, dass wir etwas mehr haben. Ach, es kommt ja noch besser, das zeige ich euch gleich. Da unten ist noch. Ja, ja, da haben wir richtig Material, gell? So, ihr seid ja oft in Spanien noch, ab und zu? Ja, 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 wir sind sehr oft in Spanien. Jetzt durch Corona waren wir die letzten zwei Jahre sehr wenig in Spanien, aber da davor waren wir immer so 3-4 Mal im Jahr. Das war der? Das, genau der, den habe ich von dem Main habe ich mir die Daten und das Bild schicken lassen. Und so sah der 1988 bei Auslieferung aus. Da war das Hightech, oder? Ja klar, logisch. Auch schon Luftfederung. Luftfederung, ja, alles drin, Retarder drin. War schon Hightech, ja. So, dann hier unten. Was mir gut gefällt, ist unten drunter das Holz. Ja. Das ist sehr praktisch, da kann alles trocknen, wenn es mal reingeht. Genau, genau. Das war auch mein Grund, dass ich das gemacht habe. Das sind ganz normale Hölzer vom so Gartenpanelen da, wo ich mir geholt habe im Baumarkt. Und haben wir die zusägen lassen. Du bist ein großer Fan von Michael Jackson. Das habe ich nämlich gestern gehört. Jein, jein. Da generell, diese Boombox. Generell von der Musik aus der Zeit, ja. Generell mit Michael Jackson war ja auch ein ganz guter. So eine fette Geschmackssache, wie immer. Eine fette Kühlbox hast du da noch? Ja, wir haben drei davon. Oben haben wir eine und dann die hier, dass wir immer gekühlte Getränke haben. Die ist laufen die auch immer. Ist sie gut? Sehr gut. Also ich kann die wirklich empfehlen. Die haben wir bei, darf man Werbung machen? Ja, ja, da. So. Beim Berger gekauft. Beim Berger. Preis? Ja. Preis von einer? Was kostet die? Oh, die? Was haben die gekostet? Die waren nicht billig. So 400, 500 Euro? Ja, ja, so knapp 400, also ich glaube 370 oder so, glaube ich. Aber kann die auch auf Minus machen, wenn man will? Ja, die gehen ziemlich kalt. Wenn man die auf ganz kalt stellt, dann gefriert das Zeug dann schon da drin, ja. Das ist richtig. Toll. Trotzdem, du kommst aus Baden-Württemberg und trinkst Flensburger. Das ist ja schon. Das soll ich dir was sagen, wenn ich. Ist hier noch irgendwas bei uns? Bei uns trinken die Wulle. Ich habe hinten Wulle. Guck mal. Ah. Wulle. Ja. Und da habe ich die Schwaben dabei, wenn ich manchmal welche fahre und die sagen, ah, Wulle, ich will irgendwas anderes. Ja. Und dann bringe ich dir eine Flensburger. Oh, super, Flensburger. Da kann man und wenn ich woanders stand, die wollen sie Wulle, weißt du? Ich glaube, wenn man es hinstellen würde ohne Etikett, würden sie nicht. Ja, du hast doch was Tolles dabei, du hast Sol Bio dabei. Und das funktioniert? Ja, ja, das da habe ich mal ein Video von Sol Bio. Ja, das so funktioniert tatsächlich. Wir haben das auch aus dem Grund, weil du dann nicht immer diese chemische Toilettenentleerung suchen musst. Das Sol Bio ist ja biologisch abbaubar und da kann man die Toilette auch mal in der normalen Toilette entsorgen, wenn man keine andere Chance hat, in der Raststätte oder so. Ich nehme an, du hast jetzt hier keinen Festhang, du hast eine Kassettentoilette. Eine Kassettentoilette haben wir auf der anderen Seite, ja. Komm, das sagen wir mal. So, komm, wir gehen mal rein. Ich bin total begeistert. Das ist der einzige Eingang? Das ist der einzige Eingang, ja. Und der Fahrereingang, ja. Da wird die Tür mal fast nicht. Ich gehe auch immer hier rein und raus. Genau, bitteschön. Also, geh mal rein. Das ist in der Regel so, dass ich... Oh mein Gott. So, ich mach mal hier... Ich zieh mal die Schuhe aus. Wir wohnen gerade hier drin. So, Schuhe aus. Dann gehe ich jetzt mal rein.
Stände. Ah, die gute Ebersbecher Standheizung hast du drin. Oder ist das eine Notheizung? Nein, das ist die Standheizung, die Hauptstandheizung, wo wir da drin haben. Die haben wir auch restaurieren lassen. Die ging auch nicht, wo wir den gekauft haben. Und unten drunter ist dann extra eine Batterie nur für diese Heizung noch mit verbaut. Die geht immer. So, eine große Batterie. Ja, lass mal gucken. Antonio heißt du, gell? Ja, Antonio. Antonio. So, den Namen muss ich mir merken. Da ist die Ebersbecher. Ja, genau. Das ist eine der besten Standheizungen der Welt. Die ist sehr gut. Also ich bin sehr zufrieden mit der. Ich sage, am Anfang ging sie nicht, haben wir die restaurieren lassen, neue Batterie reingemacht, neue Zeitschaltuhr. Da war Bedienungsuhr war auch kaputt. Das war eine alte und das haben wir alles neu machen lassen. Mhm. Und ja, ich weiß nur, das ist ja jetzt eine kleine, die ist ja eigentlich gedacht, also für, ich sag mal, einen Transporter oder sowas. Ja. Aber funktioniert. Funktioniert einwandfrei. Wir haben hier noch die Originalkanäle für die Heizung. Ja. Die gehen bis nach hinten. Im Stockbett haben wir unten Ausgänge, hier kann man die Klappen aufmachen, da kommt auch Warmluft raus und dann funktioniert die ziemlich gut. So, ich zeige jetzt erstmal kurz mal das Volant. Ansoro ist was? Antonio Sonja Rodriguez. Ah, du Fuchs, hast du dir so ein Kürzel gemacht? Ja, das ist auch unser Logo, unser Firmenlogo. Ja. Und was ist dein Job normalerweise? Was machst du? Ich mache Fahrdienste. Ich bin Fahrer, mache Fahrdienste. Wir machen Fahrdienste und Hausmeisterservice im Stuttgarter Raum. Und als Nebengewerbe tun wir noch Öl verkaufen, Olivenöl. Fahrdienst heißt, du holst zum Beispiel Leute ab jetzt. Wen holst du ab zum Beispiel? Wir machen im Auftrag von einer anderen Firma als Subunternehmer hauptsächlich Medikamentenfahrten und Essen für die Kliniken in Stuttgart, solche Geschichte, ist unser Hauptgeschäft. Das mit dem Bus haben wir uns dann irgendwann mal einfallen lassen und das so als nebenher. Jetzt machen wir ein bisschen Werbung mal für dich. Man kann nicht mieten. Geht das deutschlandweit theoretisch? Europaweit. Ich kann also anrufen nach dem Junggesellenabschied. Genau. Kann damit auch mal irgendwo hinfahren. Wie viele Leute können mitfahren? 9? In der Regel nehmen wir 7 mit. Ja. Dann geht meine Frau dann immer mit und bewirtschaftet die Leute auch ein bisschen hier drin. Während der Fahrt gibt es... Die Stewardess dann. Ja, genau. Es gibt Kaffee kostenlos während der Fahrt und Getränke für wenig Geld. Immer gekühlt. Wir haben immer genug gekühlte Getränke, weil wir Kühlboxen oben unten haben, wie du vorhin unten gesehen hast. Und Bildschirm läuft während der Fahrt. Wann sehen wir uns wieder? Es läuft alles auf der Seite und deshalb... So, und das hier ist zugelassen während der Fahrt? Damals noch? Ja, genau. Damals gab es keine Anschnallpflicht. Und man durfte auch seitlich sitzen. Und das ist das Gute bei dem, wobei man die Sitze auch drehen kann. Kann man drehen in alle Richtungen und wir haben hier noch einen Tisch, wo man runterlassen kann. Okay. Und dann kann man da auch andere. Aber die Leute wollen immer alle so sitzen. Die sind begeistert auch von diesen Sitzen. Das sind Königssitze. Das sind natürlich hier die Crème de la Crème, die Sitze. Das sind auch schweineteuer. Aus dem Fußball. Und kenne ich immer, wenn ich. Rennsport, ja. Ja, das ist Pontar zum Recaro-Sitz. Also König. Das Beste vom Besten. Ja. Die waren von den Rennfahrern schon eingebaut. Die haben wir restaurieren lassen, 5 Stück hier, der eine. Und da sitzt man richtig gut drin. Setz dich mal rein. Probier es mal aus. Warte mal, ich mach das mal. Ja. Du musst dich aber auch mal reinsetzen, dann filme ich dich mal gerade, okay. Wie man da so sitzt. Und? Wunderbar. Ja, da sitzt man super. So, dann sitzt man hier, da ist gegenüber, ist der Königsplatz. Genau. So, da kann man frühstücken. Genau. Frühstücken haben wir hier. Auch hier, dort, wo man will, wenn schön Wetter ist draußen. Aber natürlich auch während der Fahrt im Bus, klar. Doppelverglasung hast du drin? Ja. Das ist das große Manko, ist die Isolierung bei so einem Bus, oder? Im Winter? Genau, das ist die Problematik, die wir haben. Und auch die Dichtigkeit, man bekommt den ganz schwer dicht. Ich habe immer irgendwo ein bisschen Wassereinfall und muss wieder gucken, wo das herkommt. Gut, man muss da zwischendurch wahrscheinlich oben die ganzen Klappen alles wieder rausmachen, wieder neu abdichten. Aber die Probleme haben viele mit den Bussen in diesem Alter. Die richtig dicht zu bekommen, ist nicht so einfach. Man ist immer am Arbeiten. Immer muss man irgendwas machen. Gut, man hat ja sonst nichts zu tun. So, ja, dann genau. Passt das ja. Fußwärme im Winter. Ihr seid im Winter unterwegs damit schon mal? Ja. Ist der Fuß warm unten? Ja, wir haben hier Kanäle, wo dann auch die Heizung rauskommt. Und von unten kommt ziemlich stark die normale Motorheizung vom Motor. Da kommt ziemlich stark warm raus. Und dann hinten seid ihr nachher die Klappen unter dem Stockbetten. Wenn man die aufmacht, da kommt richtig schön warm raus. Antonio, du bleibst mal da gerade mal da sitzen. Ich gehe mal ganz nach hinten und zeig mal den Raum. Ja, okay. Denn eins hast du geschafft im Leben. Du hast mal wieder es geschafft, ihn nicht zuzubauen, keine Oberschränke an jeder Ecke, sondern oben freizulassen. Genau. Das kannst du dir natürlich nur leisten, wenn du genug Platz hast. 2,50 Meter, was hat der Breite? 55? Ja, 2,55 ungefähr. 2,55. Also mehr geht nicht. Er war aber relativ, wo wir ihn gekauft haben, vor allem hinten im Schlafzimmer, wirst du nachher sehen, da war er ziemlich zugebaut. Und da habe ich aber eine gute Lösung gefunden, um die Schränke rauszureißen und
so Büroschränke reinzumachen mit so Ziehharmonika-Türen, die man dann runterzieht. Und das ist eine gute Lösung, weil da ist alles gut gesichert und die sind nicht so hoch. Sehen auch gut aus und dann hat man auf einmal viel mehr Platz. Aber du kannst ja, wenn du hier unterwegs bist mit der Family, kannst du auch mal ein paar Leute einladen, wenn es regnet. Und ihr tretet euch nicht auf die Füße, oder? Hier in dem. Ja, genau, das haben wir jetzt gemacht, wo Corona war, sind wir mit denen ab und zu mal zum Essen gegangen. In der Family, da sind wir in Pizzeria, haben uns die Sachen geholt und haben hier drin gegessen. Oder auch mal bei McDonald's oder so. Ja. Mal schön auf die Schnelle, ja. Aber wenn es sehr heiß ist, wird schon warm hier drin, oder? Ja, es wird sehr warm hier drin. Das ist das nächste Problem. Wir haben eine Klima, die ist verbaut am ersten Schlafzimmer, oberhalb von den Stockbetten. Die kühlt hinten auch relativ gut. Vorne ist es schwierig. Da, wir haben aber hier nochmal eine Klappe oben, da wollen wir nochmal eine Klima einbauen. Wollten wir vor Corona machen, haben wir jetzt durch Corona einfach mal bleiben lassen, weil wir nicht wissen, wie, wo, was. Aber dann der Vorteil ist, du kennst diesen Bus in- und auswendig. Das heißt, wenn irgendwas ist. In der Zwischenzeit, ja. Aber Feuchtigkeit ist so gemein, weil das Regenwasser ist sehr weich. Ja, ja. Ganz anders wie normales Wasser. Das heißt, das kommt überall durch. Ja, und man kann nie wirklich feststellen, wo es herkommt. Das ist ja das Schlimme. Man muss dann probieren, Sachen abzudichten und so, aber es kommt manchmal, das sucht sich seinen Weg. Und die haben bei Ford nämlich so Regenkammern, wo die echtes Regenwasser verwenden, ja, weil das viel gemeiner ist wie Leitungswasser. Okay. Setz dich mal kurz mal da rein, das ist nämlich eine Bar, die muss man mal zeigen. Ja. Ja, das hast du alles selber gemacht, die Polster auch? Ja, oder hast du sie machen lassen? Das war alles und wir haben das alles nochmal aufpolstern lassen, reinigen lassen, nochmal alles, was gut war, haben wir weiter benutzt. Die Decke haben wir komplett runter gemacht, alles neues Holz reingemacht. Wir haben da Pappelholz reingemacht, weil das ja relativ stabil ist und dünn. Und ja, einfach alles nochmal restauriert und nochmal neu gemacht. Aber der Grund war schon so, wie er ist. Also er war vom Gerüst her war er schon so gemacht. So, jetzt hast du hier eine große Küche. Ja. Die ist jetzt wie gesichert, gegen, dass sie aufgeht, wenn er fährt? Also, sag mal. Die Sicherung während der Fahrt. Wahrscheinlich ganz pragmatisch. Ja, wir haben überall hier diese Bänder mit diesen Klickverschlüssen hier, wo man dann zumacht während der Fahrt und dann geht da auch nichts auf. Und es sind ja auch so diese Schubladen, wo Haushalt sich selber einziehen. Die sind auch relativ sicher schon von vornherein, aber. So, da hast du viel Platz, die sind auch sehr tief. Ja. So, das ist Haushaltsqualität, also da machst du nichts falsch. Genau, und wir haben auch Plastik aus dem einen Grund. Hochwertiges Plastik, wo man viele Jahre auch verwenden kann. Weil hier einfach im Bus, wenn man dann was runterfällt oder so, ist es einfach viel sicherer, auch wenn man Kinder dabei hat oder große Kinder dabei hat, die wo ein bisschen feiern, ist es immer besser. Wir haben Plastik wie das. Habt ihr schon Partys gemacht, schöne hier in dem Bus? Ja, schon ein paar, einige. Einige Partys. Du darfst auf keinen Fall Partys machen mit Russen, ja. Also ich habe mal Russenfrauen im Haus gehabt, da haben wir gefeiert, da kam ich um 3 oder 4 Uhr nach Hause. Ja. 5 Russenfrauen, alle bewaffnet mit Wodka, haben mich dann reingezogen und die tanzen die ganze Zeit, also richtig. Ja, das muss ich dann vermeiden, vor allem natürlich, weil meine Frau immer dabei ist und da gibt es natürlich Ärger. Nee, die machen ja nichts, die haben nur Spaß. Also okay, dann ist gut. Keine Angst, die zerren dich nicht, irgendwie war super nett. Ja, du hast eine Kaffeemaschine, richtig schöne, ja, eine Kapsel, genau. Dann die Disco-Kugel. Ja, die funktioniert auch. Mach schön an. Das ist... Wenn wir dann, na, gucken wir, sind wir jetzt fehlt nur noch. Ich glaube, ja, die ist eingesteckt sogar. Ja. Da ist er. Und sie dreht sich. Wenn es natürlich dunkel ist hier drin, dann leuchten hier im ganzen Bus diese Lichtchen, dann ist es natürlich richtig interessant, dass sieht man das. Ja, wenn man da ganz leicht darauf guckt, sieht man das ein bisschen. Im Dunkeln ist natürlich super. Okay, jetzt ist ja hell. Ich habe dafür gedacht. Ja, Sonntag, 12. September haben wir uns, dass wir da haben. Wir sind in Blaustein auf einem großen Wohnbustreffen und ich finde das, da vorne ist die Engel-Kühlbox. Bitte mal öffnen. Ja, genau. Du kennst ja meine Videos. Ja, nein. Nee, ja, schade. Doch. Ich gucke immer gerne in die Kühlschränke, aber du hast viele Getränke immer dabei. Ja, natürlich. Die Leute wollen gekühlte Getränke. Und dann haben wir immer gekühlte Getränke unten, oben. Es geht nie aus. Wir haben immer mindestens 3, 4 Kisten. Aus. Ja, wir haben immer genug Nachschub. Wir wissen ja dann, wenn wir dann hochholen von unten, ist dann wieder gekühlt, vorgekühlt. Und dann haben wir hier gekühlte Getränke. Dann haben wir hier einen schönen Rolling Stone. Kühlschrank, der läuft auch während der Fahrt. Ja. Da haben wir dann sowieso auch nicht alkoholisch und ein paar kleine Schlecksachen. Der war wahrscheinlich im Hotel mal oder sowas. Nein, der war im Mediamarkt im Angebot. Preis, was hast du bezahlt? Was habe ich denn bezahlt? Ich glaube 90 Euro oder so. 90 der Euro. War runtergesetzt von 160 oder was auf 90. Wie soll letzte, denn, der letzte war. Wie soll der Mediamarkt je auf den grünen Zweig kommen, wenn die hier so Rolling Stones für 90 Euro verkaufen? Außer vor Corona, da hatten die noch genug Geschäft. Die Roventa hier? Das ist die, wo während der Fahrt läuft. Da gibt es dann immer Kaffee.
Geil, das heißt, das ist der Kaffee satt, kostenlos während der Fahrt. Das ist der Kaffee, wo der Löffel steht, also der dich wach macht. Ja, so ganz so stark machen wir nicht. Also das ist gut trinkbar. Wir haben immer gute Kaffees. Und wie gesagt, die hier läuft, vor allem haben wir da auch mehr Mengen, wenn dann die Leute zusammen Kaffee trinken wollen. Die Nespresso, die läuft nur, wenn wir stehen. Du bist ja Spanier, im Herzen, sage ich ja, in Deutschland geboren. Mhm. Ist das so, dass man da so ein kleines bisschen anders ist, so vom Typ her, ein bisschen lockerer? Oder bist du eher so, dass du sagst, man ist nicht fröhlich, geht zum Lachen in den Keller, wie die meisten Deutschen? Nee, wir sind schon locker und fröhlich, aber wir können, glaube ich, beides. Ja. Du bist ja Schwabe, oder? Ja, so reingeschmeckter Schwabe. Ja, so ein bisschen, die sind ja sparsam, oder? Ja, ich nicht. Ist das auf dich übertragen? Nein, auf keinen Fall. Auf keinen Fall, nee. Wir leben gern. Du führst ein cooles Leben. Das heißt, der Fahrdienst, klar, das ist hart, nehme ich an. Du musst viel arbeiten. Und das sieht jetzt alles locker aus, aber du bist selbstbestimmt, oder? Im weitesten Sinne. Ja, ich bin angestellt, also die Firma gehört ja nicht mir. Ja. Aber ich bin hier der Hauptmensch mit meiner Frau zusammen hier in dieser Firma. Ihr schmeißt den Laden so ein bisschen. Wir schmeißen den Laden so ein bisschen, genau. Wir sind dann meistens unterwegs. Und wobei, wie gesagt, mit dem Bus, das ist so ein bisschen als nebenher und können wir bestimmt mehr machen, als wir machen. Aber warte mal ab, wenn die Leute das Video sehen. Ja. Wir haben ja 9 Millionen Zuschauer. Vielleicht findet ja einer, ohne Witz, in 90 Tagen waren es 9 Millionen. 9 Millionen, ne? War selber, wir haben 2,8 Millionen Stammseher mittlerweile. Echt? War selber total verwundert. Wenn du mal kurz mal aufmachst, bitte. Ja. Die Leute sagen immer, ich bin so frech. Ja, unbedingt, weil da hast du ein Brett gemacht. Das hast du extra angefertigt, das Brett. Ja, das war, muss ich aber auch ehrlich zugeben, war in dem Bus schon drin. Die Küche war eingebaut, unser Vorgänger. Wir haben sie, wie gesagt, nur noch aufpoliert und wieder alles neu gemacht. Aber es war schon alles drin. Da haben wir Glück, dass wir damals vor 4 Jahren, wo wir den gekauft haben, hat er kurz vorher hier noch einiges gemacht. Warum hat er ihn verkauft, Anne? Ja, er hat sich dann wohl verkleinert, hat sich ein kleines Wohnmobil gekauft, weil er auf den Rennstrecken unterwegs ist. Rennfahrer. Rennfahrer und das hat ihm gereicht mit dem kleinen Bus und dann hat er den halt hergegeben. Sowas ist ja durchaus bezahlbar, aber wenn du dann die Stunden rechnest, die du schon reingesteckt hast, oder? Die dürfen wir nicht rechnen, ja. Die dürfen wir nicht rechnen, weil es war viel Arbeit in dem Bus hier. Wenn du nicht schrauben kannst, dann lieber sein lassen, oder? Ja, natürlich. Gut, ich habe aber auch ein paar Fachleute mit dazu gezogen und alles, was Technik ist und so, habe ich dann schon in der Fachwerkstatt machen lassen, weil wir ja natürlich auch Menschen fahren teilweise und da muss die Sicherheit ist natürlich vorrangig. Das heißt, die Sicherheit geht immer? Immer, auf jeden Fall. Bremsen und so ist alles neu, immer gemacht und alles gewartet. Und das ist aber mal eben so ein Bremszylinder, das geht ins Geld? Ja, natürlich. Wir haben jetzt erst vor 2 Monaten die Bremsen komplett nur vorne komplett machen lassen mit Zylinder, alles drum und dran, sind dann mal geschwind mit Arbeiten, Material, sind dann mal geschwind 2000 Euro weg. Ja. Gut, aber dafür hast du ja viel Spaß. Mach mal zu. Ja, und zahl die Firma. Zahl die Firma. So, dann hast du hier eine Spüle. Ja. Haushaltsspüle. Jawohl. Ja, so muss das sein. Ja. Cool. Der Ventilator. Und? Ja, den Ventilator, den haben wir immer mit in Funktion, wenn es zu warm ist, dann kühlt er hier vorne noch. Und eine Spülmaschine, ne? Nein, Spülmaschine haben wir nicht. So, Spülmaschine ist meine Frau. Boah, sag doch sowas nicht. Ich manchmal. Und du manchmal, okay. Ja, meistens schickt sie mich zum Spülen. Musst du auch schneiden. Die Spülmaschine ist meine Frau. Sie macht es gerne. Ja, aber wenn sie es gerne macht, jetzt mal ehrlich. Ja, und ich mache andere Sachen, wo sie nicht gern macht. Und so kompensieren wir uns. Das Klo wegbringen, machst du? Immer. Nur ich, ganz klar. So, kannst du ja mal abwechseln, deine Frau bringt das Klo weg und du spülst. Nee, das ist zu schwer und sie mag das nicht so, diese Drecksarbeit, das macht sie nicht so gern. Also sie tut gern spülen. So, ich zeig mal gerade da vorne, das ist jetzt die Werkstatt darunter. Da ist die Werkstatt drunter. Fällt gar nicht auf, muss man sagen, wenn man es nicht wüsste. Nee, genau. Kühlschrank mal auf, bitte. Ja, klar. Der, wahrscheinlich ist da... Mit diesem Bändchen haben wir alles gesichert. Oben ist leer. Da kommt dann die Gefriertruhe. Wir haben kein Fleisch und so dabei, weil wir waren nur kurz unterwegs, haben wir nicht so groß einkauft. Und hier haben wir natürlich schon alles, was man braucht zum Frühstücken und ein bisschen. Wo ist der Serrano-Schinken? Serrano-Schinken, da vorne hast du spanischen Käse gegessen. Ja, spanischer Käse haben wir da, genau. Serrano-Schinken haben wir, glaube ich, gar keinen mehr. Oder doch? Warte, hier da ist das ist die spanische Salami. Spanische Salami, Serrano-Schinken haben wir schon gegessen. Du kriegst ab und zu mal ein Paket aus Spanien? Nein, nicht unbedingt. Nein. Kriegt ihr alles hier, oder? Ja, es gibt ja hier immer auch Läden. Auch bei uns in Stuttgart gibt es 2, 3 gute spanische Läden, wo man dann einkaufen kann, wenn man was. Aber wir sind ja natürlich auch viel Deutsches und was man halt so überall kriegt. So hier die grobe Schinkenwurst. Genau, das ist meine Lieblingswurst. Meine Frau mag die gar nicht, aber ich esse die sehr gerne. Und ganz wichtig Haribo, Fantasia. Ja, wenn die Kinder hier reinkommen, machen wir immer die Tüten auf. Wenn die den Bus angucken wollen, dann sind die immer glücklich.
Aber die Alten nehmen immer mehr wie die Kinder. Aber was ist da, was ist das für ein Schnaps? Da rechts unten Gin oder was ist das? Das ist ein Gin, ein Tanqueray, ja. Sag mal bitte. Genau. Der ist gut? Der ist gut, ja, den kann man gut trinken. Aber wir haben einen besseren, der heißt SOS. Aber den haben wir gestern schon leer gemacht mit der Nachbarn von der Brille. Ist klar. SOS. Ja, Spirit of Silt. Guter Gin. Und ganz wichtig, Schoki da unten, da ist das Toffifee. Was ist das Gemeine an Toffifee? Ich lutsche die ja immer so lange, bis ich dann anschließend ein bisschen Nuss habe. Und ab und zu habe ich keinen Bock drauf, dann brauche ich nur 2 Sekunden. Ja, das ist kennst du das? Ja, kenn ich. Komm, wir gehen mal weiter. Nicht, dass die Leute sich wieder beschweren, dass wir nur über Toffifee reden. Ja, genau. So, wenn du wegfährst, gibt es eine Checkliste eigentlich, dass du mal so ein bisschen, alle Schränke müssen ja zugemacht werden, alles? Genau, meine Frau macht immer den Check innen drin. Und ich mache den Check von der Technik vom Bus und gucke draußen. Und dann laufe ich noch einmal kurz durch. Das ist natürlich wichtig, dass immer alles zu ist, dass alles verriegelt ist, weil natürlich durch die Bewegungen, Bremsen etc. alles so ein bisschen. So, 2 Stockbetten. 2 Stockbetten, die leider haben wir extra machen lassen. Die kann man dann einhängen. Ja. Klasse, oder? Ja, die ist super. Die haben wir vom Schreiner machen lassen. Dass man dann, früher war hier keine Leiter drin und dann ist es ein bisschen schwierig, da hochzuklettern. Mit der Leiter ist es natürlich super. Gerade wenn man so SOS getrunken hat, zum Beispiel, dann stößt man sich mal den Kopf beim Hochspringen. Genau. Aber man tut sich ja nicht besonders weh, weil die Holzdecke ist ja, die gibt ein bisschen nach. Ja, die gibt nach, genau, die Holzdecke gibt nach. So, also 2 Stockbetten, jetzt gucke ich mal gerade hier mal durch. Hier oberhalb von dir, siehst du, ist die Klima. So, die läuft gerade? Nee. Nee, die kann man anmachen, wenn du anmachen willst. Die war Eco, nee, passt. Im Moment, die Kamera streikt noch nicht die Segel. Außerdem habe ich 2 dabei. Also sehr gut. Zur Not, falls es zu heiß wird. Also, und hier haben wir die Ausgänge, wo ich gesagt habe, wo die Heizung, dann, wenn wir die im Winter die Heizung anmachen, da kann man auch Sachen ablegen, Schuhe und so Sachen. Die trocknen. Und genau. Und haben wir Ausgang von der Heizung. Wir machen das dann immer auf, dann wird es hier drin auch schön warm. Mollig warm. Ja, genau. Ja, toller Bus. Ja. Das heißt, der kam so. Ja. Der alte Besitzer, der war natürlich traurig, als er ihn abgegeben hat, so ein bisschen? Ja, ich glaube, es hat ihm schon ein bisschen wehgetan, aber ja, er stand auch lang rum bei ihm. Er hat ihn ja nicht mehr so im Gebrauch gehabt und weg. Denke ich mal, war das für ihn dann in Ordnung. So, jetzt hast du ja hier, das ist ja mal ein, ich hätte fast gesagt ein Ehebett, ja, aber das gibt es ja nicht mehr heutzutage, das Partnerbett. Partnerbett, ja. Ja, genau. 2x2 Querschläfer oder längs, egal? Ja, mal so, mal so. Wir liegen, meine Frau liegt meistens hinten, nicht vorne. Wenn ihr nicht ganz gerade stehen könnt, wie geht ihr damit um? Wir haben Keile unten drunter, so richtige Metallkeile. Und dann, je nachdem, in welche Richtung er etwas runterhängt, mache ich dann einen Keil drunter, fahre leicht drauf, gucken dann, dass wir dann. Wir sind da nicht so modern wie viele, wo dann schon diese Nivellierungsanlagen in ihre Wohnmobile drin haben. Oder gut, wir reden ja hier aber. Mit der Wasserwaage hergehen, das machen wir nicht. Das Einzige, was wir machen, ist die Dusche, Wasser reinlassen und dann gucken, dass es dann abläuft. Ah, da gucke ich mir dann nach, das ist deine Wasserwaage. Stehen. Genau, das ist meine Wasserwaage. Genau, Wasserwaage. Und wenn das dann schön abläuft, dann wissen wir, dass wir richtig stehen. Und hinten kann man es ja regulieren mit den. Du hinten ist viel kühler. Oder bilde ich mir das nur ein? Ja, weil es auch schattiger ist. Wir haben hier komplett zu. Das macht ja auch Spaß. Okay, verstehe. So, unten drunter hast du noch Stauraum unter dem Bett? Wir haben Wasser unter dem Bett, 600 Liter. 600 Liter, ja, stimmt, da war da was. Wasserbett. So, da jetzt. Da muss man reingucken, wenn du reingucken willst. Ja, mach mal. Die Tanks. Warte mal, ich muss jetzt irgendwie mich da rein fummeln. Wenn du aufmachst, musst du unten drunter lang und nach vorne ziehen. Unten drunter lang? Genau, und die Klappe nach vorne aufziehen. Dann siehst du die jeweils 125 Liter, 5 Tanks. Ah, 5 Stück? Genau. Zusammen. Das ist natürlich eine andere Technik wie ein großer Tank. Ja. Hat den Vorteil, die kannst du tauschen wahrscheinlich, wenn mal irgendwas sein sollte. Genau. Erstens das und zweitens auch, ein großer Tank mit 600 Liter hat natürlich viel mehr Bewegung und viel mehr Schwankungen, wie wenn du jetzt verteilst. Schau, ist nichts anderes wie die Kammern in den Tanklastzügen. Da gibt es ja auch entsprechende Berechnungen, die Leute machen dann oft so. Also Tanklastzüge werden dann berechnet, wie das dann schwappt und so. Genau. Das brauchst du ja alles nicht, weil du hast viele kleine. Genau. So, hier unten drunter, was da drin? Wir haben das, da waren früher so hohe Schränke drin, die habe ich alle rausgeschmissen und haben wir hier diese kurzen, das sind so Büroschränke. Zeig mal. Und die haben wir natürlich dadurch, weil die Türen braucht man nicht sichern. Das ist natürlich mit diesen Ziehharmonika. Mit diesen Roll. Oder mit den heißen, mit den Rolltüren ist natürlich super. Und da haben wir natürlich jetzt hier ein bisschen Jacken und Sachen drin. Da hängen wir dann halt so ein bisschen. Und auf der anderen Seite genau der gleiche Schrank, da haben wir dann unsere Klamotten, wo wir für unterwegs sind. Da sind deine Unterhosen. Ich wollte nur mal gerade mal zeigen. Denn ich habe bei mir eigene Fächer, wo so Strümpfe, Unterhosen und so weiter drin sind. Die schmeiße ich immer nur rein. Ist bei
euch alles abfahrbereit immer? Das heißt, ihr habt eigene Wäsche ja, für den... Ja, also wir haben immer so viel da, dass wir dann auch auf die schnelle Maschine ohne was abfahren können. Wenn wir wissen, wir sind ein paar Tage unterwegs, dann tun wir nur extra noch ein bisschen. Das ist das Geniale, wenn du selbstständig bist. Du kannst einfach mal los, kannst sagen, wir fahren einfach mal. Wo geht es meistens hin dann? So kurze Sachen? Kurze Sachen geht es dann meistens bei uns an Bodensee oder Rüdesheim. Ja, die Schweizer Ecke, so ein bisschen so 200, 300 Kilometer Umgebung. Mhm. So, das ist schon für uns die kurzen Sachen, wo wir sagen, da haben wir auch mal schön ein paar Tage ab. Spritverbrauch? 20? Ah, 25. 25, ja. Gut. Aber er steht ja mehr als er fährt. Das ist vielleicht auch wichtig. Ja, verbraucht er nichts. Verbraucht er nichts, ja. Nachhaltigkeit, der wäre ja schon tot. Der wäre schon abgeschlachtet eigentlich. Der wäre im Bezirk ja schon abgeschlachtet. Klar. So, das heißt also, der verbraucht keine Energie mehr jetzt durch die Produktion. So ich sag, die meisten sagen, wenn sich so Elektroautos, sagen sie, ich will umweltfreundlich sein, ich schmeiß mein altes Auto weg, kauf mir ein Elektroauto. Das alte Auto fährt ja noch. Weißt du das? Ja, ist richtig. Ja. Klar, logisch, natürlich. Wird ja meistens weiterverkauft und fährt noch, ja. Fährt noch. Da ist das Thema Umweltprämie schwierig zu, also wenn die dann abgewrackt werden, dann ist der ganze Aufwand, der in das Auto gesteckt wurde. Ja, richtig. Mensch, überall hast du Steckdosen wie zu Hause, da hast du ein Autoradio drin. Da ist ein Autoradio drin, der einen richtig guten Sound hat. Ja, Subwoofer und so. Ja. Nein, hat keinen. Nur mit dieser Blaupunktbox drunter, die tut richtig gut. Hat man hier drin richtig, richtig schönen Bass. Also Sound. Die klingt richtig, richtig schön. So, jetzt hast du hier Oberschränke, die flächen mich ja total. Ja. Das ist wie zu Hause. Ja, da kriegst du viel rein? Ja, da kriegt man sehr viel rein. Bei Bettwäsche, Handtücher etc. macht meine Frau da immer ganz gern rein. Und du hast ein Heckfenster. Das ist auch genial. Kannst also rausgucken, wenn du am Strand stehst. Genau. Aber hier reinzukommen auf Strandplätze wird schwierig, oder? Mit so einem langen. Ach, bei uns in Spanien kennen wir schon den einen oder anderen Platz, wo man hinkommt. Ja, das ist kein Problem. Ich glaube, das geht. Ist die Küste auch irre lang, oder? In Spanien? Ja, natürlich, klar, logisch. Ja, das drittgrößte Land in Europa und eine Halbinsel. Wir haben Küste komplett um ganz Spanien rum. Da haben wir natürlich schon. Da hinten ist der Boiler drin, der Warmwasserboiler. Wo? Da und hinter diesem Tuch. Da. Da ist der Boiler. Den habe ich da eingebaut, da war einer drin, aber der war kaputt. Strom oder was ist das? Ja, genau, ganz normaler Wiederheim Strom und der funktioniert richtig gut. Cool. Schalten wir hier zu, Wasserpumpe und Wasser und Warmwasserboiler. Da kannst du duschen. Und dann haben wir, da kommt richtig schön warmes Wasser raus. Ein Waschbecken und Dusche. Gut, du hast so viel Liter an Bord. Ja. Da muss man nicht unbedingt. So, das Klo, zeig mal. Ja, die Kassettentoilette. Genial, da passt auch ein 100 Kilo Mann rein hier. Du wiegst aber nicht 100 Kilo. Nein, nur 75. 75. Was da oben drauf, eine Harley? Ne, das ist eine Intruder. Intruder, ja. Von? Das ist ein Kastenbike von Suzuki. Suzuki. Ja. Guck mal gerade. Das ist die Schmutzwäsche, ist auch genial. Ja, das war eine Idee von meiner Frau. Die hat immer die besten Ideen bei uns. Die denkt immer ganz gut mit. Und ist gut gelöst, stört nicht. Genau, wenn ich mal kurz mal reinsetzt, dass man mal sieht, wie viel Platz man hat dort. Ja, weil viele haben mal Probleme mit den Beinen und so, ja, das hast du ja absolut. Absolut kein Problem, ne. Alles gut. Wir haben hier drin noch so ein Band verbaut, das habe ich gemacht. Ja, wenn dann kannst du zumachen. Genau, falls man bremst während der Fahrt, dass die Türen natürlich nicht aufschießen und die ist mir schon mal rausgeflogen, da muss man aufpassen. Dieses Schienensystem und so sichert man die ab. So, jetzt kommt es noch viel besser. Ja, jetzt kommt es richtig gut. Die Dusche. Wir stellen mal gerade das Treppchen mal darüber. Ja, wir stellen es darüber, das ist fett. Denn die Dusche, die ist so groß wie zu Hause. Ja. Oder größer. Ja. Ich schmeiß mal einfach alles runter. Du hast ja morgen schon geduscht? Ja, ne, gestern. Gestern. Also morgen haben wir nicht geduscht. Sag mal, stimmt das, dass die Spanier die Bettwäsche jeden Tag wechseln? Oder? Ja, meine Frau macht es nicht jeden Tag, aber so jeden dritten Tag. Jeden dritten Tag. Ja. Die Deutschen, die schlafen ja mal einen Monat drin. Echt? Ja. Nee, ich weiß, Italiener, Spanier, alle zwei, drei Tage. Ja. Wie so, ich sag mal, man ist ja auch nicht in der Unterhose jeden Tag in der gleichen. Ja. So, und das übrigens, liebe Deutschen, wenn ihr das seht, wechselt mal öfter die Bettwäsche, dann... Außerdem ist das immer so schön, wenn man in so frische Bettwäsche reingeht. Ja, und das riecht gut. Die ist auch so ein bisschen hart. Spaß, ja. So, geh mal rein in die Dusche. Ja. Die ist irre hoch. Ja, halt so ein bisschen Zeugs abgelegt hier, was meine Frau braucht zum Rein und so. Wäschekorb und so. Die geht auch ein bisschen runter, gell? Das heißt, du hast noch mehr Platz. Genau, die geht ein bisschen runter. Man hat hier genug Platz und sieht ja, ich bin 1,70. Also da kann ich jetzt mit ohne Probleme. 2 Meter. Ja. Krass. Und hier ist Waschbecken. Ja, da haben wir immer fließend Wasser. Da kommt warm, kalt. Auch während der Fahrt, wenn man auf Toilette geht, kann man sich hier nachher die Hände waschen. Mhm. Natürlich super für deine Reisegruppen. Ja, genau, das ist optimal. Das heißt, das Fahrerteam schläft dann hinten und die Reisenden schlafen im Anhänger, oder wie? Ja, genau, so machen wir es. Natürlich nicht. Nee, also in der Regel ist ja so, dass wir hier während der Fahrt, wenn wir jetzt gerade irgendwelche Skifahrer morgens um 3, 4 holen, dann können die sich hier verteilen. Das sind ja meistens Leute, die sich mögen.
Und die liegen dann zu dritt oder vierter hinten drin. Und hier im Stockbett vorne können ja in den Sitze, die kann man ja auch umlegen, da kann man auch schlafen. Und dann schlafen die ein paar Stunden, bis wir dort sind. Dann haben die ja sowieso Ski und Après-Ski. Und wenn wir abends zurückfahren oder auch wenn wir so Tagesausflüge haben, wenn einer müde ist, haben wir manchmal, wenn wir früh losfahren, dann darf er sich natürlich reinlegen und darf schlafen, wo er will. Aber es sind ja meistens nicht alle, wo dann schlafen wollen. So, der hat noch keine Anschaltpflicht, der Bus? Nein, hat keine Anschaltpflicht. Das ist ja ein Riesenvorteil hier. Das gibt's heute nicht mehr, oder? Nee, natürlich nicht. Nee, gibt's nicht mehr. Gibt's absolut nicht mehr. Krass. Ja, ich bin total begeistert, muss ich sagen. Also an der Seite, was mir gefällt, ist das Raumgefühl. Länge vom Bus, 12 Meter? 12 Meter, ja. Ja, 12 Meter. Also ein echter 12-Meter-Bus. Ja. Gehe ich mal durch, mal so ganz langsam. Da ist noch ein Schränkchen, was kann das? Ja, das ist so. Mein Geschirr. Macht die alles so. Das ist ihr Gebiet immer, da darf ich auch normalerweise gar nicht reinlangen, weil sie schimpft da immer mit mir, weil sie hat ihre Sachen so geordnet und weiß, wo sie hinlangen muss, um alles. Ne, Ersatzklobürste hat sie noch. Braucht. Ja, genau, sie hatte immer alles. Immer an, die war noch nicht komplett ausgerüstet. Ja, hier, alles, okay, was verstanden. Hier ist mehr was ist das da links unten? Wahrscheinlich Waschpulver oder Bordürenkleber. Bordürenkleber. Ach, okay, ja, da hat sie klebt immer ganz gern. Wenn die Tapete oder irgendwas mal irgendwo was hat, dann macht sie nimmt sie diesen Kleber, macht sie fest, genau. Schön. Und ja, das sind diese Lebensmittel noch drin in den anderen kleinen Schränkchen hier. Du hast einen richtig coolen Bus. Und normalerweise, ich habe mir ja heute vorgenommen, natürlich Nutella, darf auch nicht fehlen. Habe ich ab morgen gegessen. Ja, und spanische Oliven. Guck. Spanische, sag mal. Sind das überhaupt auch Blanca? Doch, das sind sogar spanische. Okay. Ja. Und der Linseneintopf von Erasco, aber die kleinen Dosen. Dosen sind immer wichtig. Dosen sind, ja, wir sind keine so große Esser, uns reicht wenig, aber wir haben immer viele Dosen dabei. Falls da mal wirklich auf die Schnelle irgendwo hin muss und bekommst du nichts mehr, wir können ja hier alles warm machen und sowas ganz schön essen. Wenn du mir gerade mal den Kraft-Tomaten-Ketchup zeigst, weil die meisten Ketchups sind alle immer abgelaufen, wenn ich das mal kurz zeigen darf. Ja. Was der hier für ein Haltbarkeitsdatum hat. Bin ich mal gespannt. Ich habe letztes Mal bei meiner Schwiegermutter habe ich einen gefunden. Nee, der ist noch gültig. 30.06. Der war seit, guckt die mal ganz stark danach. Der war seit 5 Jahren abgelaufen. Echt? Und der hat noch geschmeckt? Nee, meine Frau guckt ja immer ganz stark danach. Und wenn sie weiß, es ist irgendwas fast abgelaufen, dann schenkt sie es auch teilweise her an Menschen, die wo dann das eher brauchen. Nee, so gerade so Steaksoßen und so. Teilweise was. Was ist das? Visitenkarte. Öl. Für unser Olivenöl haben wir eine spezielle Visitenkarte machen lassen. Das ist das lecker? Eine Ölprobe. Ja, ein sehr gutes Öl. Kommt aus dem Anbaugebiet nördlich der Sierra Nevada, bei Granada unten, und wir verkaufen das ganz gut. Das Preis ist von so einem Öl? Ja, in der Liter. So 7,50 ungefähr der Liter, je nachdem was für eine Art. Der Liter oder 0,7? Der Liter. Das ist viel zu billig. Ja, wir wollen ja nicht reich werden damit und die Leute sollen dann was Gutes bekommen. Es ist in Ordnung. Gut, dann machen wir mal gerade. Echt? Ja, natürlich. Warte mal, du nimmst es mal mit, ich kann es gerade. Ah, hat es mir in die Hose gesteckt. Ja. Das waren jetzt 0,1. Ja, genau 0,1. Schon. Dankeschön. Gerne. Bin ich ja richtig begeistert. Das ist der Originalboden, der drin war? Das ist der Originalboden, ja, genau. Am Anfang habe ich gedacht, ich mache da was anderes, weil der war relativ streckig und da haben wir den gut sauber gemacht. Und ich finde ihn eigentlich schön so. Und wir haben gesagt, wir lassen den drin. So, wenn du dich mal kurz reinsetzt hier vorne. Ja. Rauchen ist tödlich, du rauchst? Nein. Ich paff ab und zu mal eine Rillo oder eine Zigarre, mal 2 Wochen gar nicht. Wenn ich auf solche Events bin oder so, dann mache ich das immer ganz gern, dass ich mal eine Rillo paffe. Ich habe früher ganz viel geraucht, 99 aufgehört, nie wieder geraucht. Und jetzt paffe ich ab und zu mal eine Zigarre oder eine Rillo. Ich habe noch eine Frage, wenn du hier auf dem Platz fährst, wie ist die Reaktion? Immer gut. Also hier gut, hier sind natürlich viele Gleichgesinnte und auch große und schöne. Da ist die Reaktion immer gut, aber es ist ja für die meisten nichts Neues. Wenn wir natürlich auf normale Campingplätze sind oder so, da sind wir meistens die Einzigen. Und da stehen sie natürlich drum rum und gucken dann. Gucken ein bisschen, ja. Ist schon außergewöhnlich, oder? Ja, klar. Sehr außergewöhnlich, ja. Da ist viel Platz, wenn so die meisten so in ihren Hümers auf 7 Meter beengt und du gehst hier rein. Ja. Das ist so, aber du bist wahrscheinlich auch froh, wenn du mal so 2 Wochen unterwegs bist, dass du wieder nach Hause kommst, oder? Ja, natürlich, wie immer, klar. Ich glaube, wenn du im Urlaub bist und irgendwo im Hotel oder so, bist du dann auch froh, wenn du dann wieder zu Hause bist. Das ist doch was ganz anderes. So, da vorne ist noch ein Schnaps. Zeig mal den in die Kamera. Thomas. Guck mal, ich mache jetzt Werbung für den, weil das ist ein ganz netter junger Mann. Wenn du den mal gerade vor deiner Brust mal in die Kamera hältst, weil da unten liegt noch eine Telefonnummer. Das war ein ganz nettes junges Pärchen. Die waren hier auch mit so einem kleinen Camper. Und der Vater hat eine Destillerie. Und die haben uns diese Probe geschenkt. Und das ist eine Hommage an dem Opa. Das ist der Opa hier, hat er mir erzählt, auf diesem Motorrad. Das ist der Opa? Das ist der Opa, ja. Und sind noch Schwaben. Genau, ne, die sind aus, wo waren die her? Irgendwo Richtung Bodensee runter. Hm. Hier haben wir irgendwo die. Hoffentlich aus Baden-Württemberg noch, oder? Ja, das ist Baden-Württemberg noch. Okay.
aus Baden-Württemberg. Stell mal vor, Bayern. Ja, ein Gin aus Bayern. Und ja. Österreich. Österreich, ein Gin aus Österreich. Ganz schlimm. So, ich guck mal gerade. Ja, liebe Österreicher, schaut euch das mal an, denn hier könnt ihr richtig Maut kassieren. Der hat nämlich Euro 0. Wir haben eine Go-Box. Du hast eine Go-Box? Wir haben eine Go-Box, ja, und zahle, wenn ich durch Österreich fahre, natürlich auch meine Maut. Aber ich kann nicht so viel. Ich war verwundert. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, wie viel das war, aber es war erträglich. Es war in Ordnung. Die haben mich gar nicht so abkassiert. Ja. In der Schweiz musst du gar nichts zahlen mit H, oder? Das heißt, du gehst zum Zoll. Da gibt es so ein spezielles Formular, haben die mir erzählt, und dann zahlt sie gar keine Maut. Ja, hat mir auch mal einer gesagt. Wir waren in der Schweiz, sind wir hintenrum mal reingefahren, aber da sind wir gar nicht auf die Autobahn. Aber hat mir mal ein Schweizer erzählt, ja, es sind ja ein paar Schweizer hier, der Thomas zum Beispiel, den kennt ja jeder, glaube ich, in der Zwischenzeit. Ja. Und so ist es, aber Frankreich und Spanien ist sehr teuer. Cool. Ja, komm, wir gehen mal raus. Ja. Ich könnte noch stundenlang mich mit dir unterhalten. Was ist da für eine Schaltung drin? Der Sechsgang. Normale Sechsgang-Schaltung, ja, also eine 1,5 Meter Schaltwegschaltung. Aber ich fahre die sehr gern, ja, ich fahr auch noch ein paar modernere Fahrzeuge. Genau, wenn man gerade schaltet, für mich mal. Aber ich fahre den sehr, sehr gerne. Weil da muss man noch richtig arbeiten. Ne? Der erste Gang ist hier unten, der zweite ganz hinten, der dritte, vierte, fünfte und sechste. Da muss man noch richtig arbeiten, aber er schaltet sich sehr gut, er läuft sehr gut, schaltet gut. So, und wahrscheinlich ist die Kupplung auch unterstützt, oder? Ja, die ist unterstützt, ja. Die könntest du gar nicht drücken sonst. Nee, oder? Sonst hätte ich sie nicht drücken können jetzt, ja. Die ist unterstützt. Ich zeig mal gerade, hier vorne hast du dann. Ein CW-Funkgerät hast du auch noch? Nein, habe ich keins. Gut. Habe ich keins. Brauchen wir heute nicht mehr, ne? Nee, das brauchen wir heute nicht mehr. Ne. So, dickes Lenkrad, auch das natürlich mit Servo. Ja, genau, das Original. Dann guckt euch das mal an. Liebe Iveco Daily Fahrer, da hört der grüne Bereich auf, wo der bei euch anfängt. So der. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn wir mal in der Rote, da gehen wir mit 2.500 Umdrehungen. Und im grünen Bereich haben wir natürlich hier, das ist ja genial. Also der Motor, der sucht, der arbeitet ja gar nicht wirklich. Gut, der hat jetzt einen Retarder, das ist schon sehr praktisch, oder? Das ist sehr gut, ja. Wobei man den nicht oft braucht, weil er... Die 12 Liter. Ist, ja, genau. Hat er eine Motorbremse auch noch? Nein, hat er keine. Hat keine Motorbremse, er hat nur eine... Da, wo der Knopf ist, das ist unsere Hupe. Ah. Die Presslufthupe. Echt? Ja. Achso, jetzt ist ja Luft drauf, oder? Ja, genau, es ist noch Luft drauf. Ja. Ich habe mir heute Morgen ein bisschen laufen lassen. Gott, ist ja schon. Komm, wir gehen mal raus. Ja. So, da steht übrigens der Thomas. Haben wir ein großes Video gemacht. Aus der Schweiz. Ja. Das größte Wohnmobil der Welt. Der ist direkt neben dir. Ja. Der Thomas ist schon ein klarer Typ. Der hat es aber drauf, oder? Ja, der hat es drauf, natürlich, klar. Der Thomas ist in Ordnung. Wir kommen gut miteinander aus. Und haben uns hier auch auf diesem Bustreffen kennengelernt letztes Jahr. Ist ein ganz cooler, netter Typ. Na komm, wir gehen mal rüber. Gehen wir zum Thomas. Ist er da? Ja, der Thomas. Ist gerade da. Der ist mit Pauli. Pauli ist auch da. Der ist auch da, der Pauli. Pauli ist auch da. Pauli ist mein Freund. Das ist mein Freund aus Stuttgart. Die kommen uns besuchen. Und der ist Fan vom Thomas. Und mit dem haben wir gesagt, wenn der kommt, dann muss. Thomas. Thomas, du bist mein Held, weißt du das? Das ist er. Jetzt kommst du wieder auf den Film. Du kommst wieder auf den Film. Du wolltest nicht. Die Leute sagen, du bist der authentischste, geilste, beste Typ der ganzen Welt. Vielen Dank, das ist sehr nett. Ich danke der Fangemeinde. Vielen Dank. Weil viele denken, da steigt jetzt so ein Rentner aus, der irgendwie... Ja, das hab ich auch. Und weißt du noch, wo ich gesagt habe, willst du mich verarschen mit dem Chip? Und dann haben die Leute immer das... Ja, genau. Nein, das... Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr habt meinen Film gesehen? Ja, natürlich. Ich bin ganz heißer Fan. Er kommt nur deshalb heute hierher. Ich wollte das sehen, also das ist der Hammer, das ist also... Der Thomas, ist das nicht ein authentischer Typ? Wahnsinn. Absolut. Ja. Unglaublich. Vielen Dank. Ich glaube, sowas gibt es nur einmal, oder? Gar nicht so, ja. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, ist wirklich so. Also ganz viele, hast du gesehen, wie viele Kommentare drunter sind? Ja, etwa 1300 kann das sein. Genau. Und alle sagen, du bist der geilste Typ der Welt. Ja, es geht so. Nicht alle. Es gibt auch solche Kritiker, die den Chip in der Hand nicht so toll finden. Dazu muss ich einfach sagen, man kann den jederzeit wieder entfernen. Oder? Echt? Ja, klar. Und es gibt das auch in Karte oder in Kartenform. Sehr geil. Du weißt noch die Szene, wo wir die Frau getroffen haben mit der Dusche? Das war sehr peinlich. Ja. Da schäme ich mich heute noch dafür. So, du warst sogar in der Blick, oder? Wie meinst du? In der Zeitschrift Blick bist du reingekommen? Nein, aber die Schweizer Illustrierte wollte mich noch einen Bericht darüber machen, aber da habe ich den Vortritt dem Andreas Gassmann gelassen. Genau, das ist der mit dem Helvetica One. Helvetica One, ganz genau. Der hat dann mich vertreten.
So krass. Ist der Beamer installiert mittlerweile? Nee, das ist noch nicht so weit, weil da gibt es noch einige technische Dinge zu lösen. Wie gesagt, die Wärmeabfuhr von dem Beamer oder von dem Gerät muss gelöst werden. Und ob das Bild dann verzerrt durch die Glasscheibe oder Scheibe oder Plexiglas oder wie auch immer. Ja, hat sich der Alltag für dich verändert seit dem Video? Nein, eigentlich nicht. Echt? Du bist immer noch in deinem Ort heiß umkämpft als... Nee, du hast mittlerweile eine Freundin. Ja, genau. Ich habe mittlerweile eine Freundin. entgegen aller Meinungen, die Dame, die dabei war, da in Klüsserath, das war eine Freundin, also eine Kollegin, nicht eine Freundin, aber haben ja alle gedacht, das wäre meine Partnerin. Das war aber nicht so. Und die hat aber auch das Video gesehen und hat sich sofort unsterblich in dich verliebt, oder? Also, ja genau, da warst du eigentlich schuld, genau. Da warst du eigentlich schuld, weil sie hat das Video von jemandem anders zugespielt gekriegt und sagte dann, ich kenne dich von dem Video. Die ist auch Schweizerin? Nein, sie ist Deutsche. Oh je, Frevel. So, dann noch ein bisschen Werbung für deinen Kanton. Wo kommst du her? Kanton Thurgau, aus Thurgau. Amriswil, genau. Richtig. Saugeil. So, ja. Thomas. Ich bin, jetzt bin ich schon wieder im Bild. Ich bin voller Ehrfurcht. Nee, aber du bist echt eine coole Socke. Ja, danke schön. Ciao, ciao. Tschüss, Sven.